Herzlich willkommen und ein fröhliches Moin zurück zu Let's Play Legend of Zelda Majora's Mask. Ich habe es so versucht. Ich habe mich hochgemogelt. Ich sehe den immer noch nicht. Ich weiß auch nicht warum. In diesem Grab. Oh, dein großer Held, der Krone. Ich kam hierher, um ein Denkmal zu errichten. Doch jetzt blockieren Schneeverwehungen den Weg und ich kann nicht mehr ins Dorf zurück. Aber noch schlimmer ist, dass mein Bruder zu Eis erstarrt ist. So wie es aussieht, wird auch mich dieses Schicksal heilen. Hätte ich nur etwas von dem heißen Quellwasser mitgenommen, auf das ich stieß, als ich das Heldengrab errichtet habe. Aber die heiße Quelle wird nur vor dem Grabstein versiegelt. Ich kann nicht die Kraft. Habe ich nicht tun, um ihn alleine zu bewegen. Aber wir Kronen sagen immer, es hat keinen Sinn, über gespaltene Steine zu weinen. Alles klar. Dass ich den immer noch nicht sehe, ist ja schon ein bisschen ärgerlich. Was für eine schöne Ansicht. Ansehen? Noch nie zuvor hast du solche Schriftzeichen gesehen. Allerdings, die sind merkwürdig. Jetzt sehe ich ihn. Der Gefühlte sagte mir, dass der Sehende bald kommen würde. Nun zeigt sich, dass er recht hatte. Ich bin Namani der Dritte. In mir fließt das Blut vieler stolzer Krieger. Als ich noch unter den Lebenden weilte, war ich ein höchst angesehener Held. Ja, als ich noch lebte. Aber leider, jetzt bin ich tot. Ich machte mich in der Hoffnung auf, einen Dämon zu vertreiben zu können, zu Pikibernia auf. Doch dann erfasst mich der Schneesturm und stieß meinen Körper von der Klippe. Und hier bin ich nun. Wie ärgerlich. In meiner jetzigen Gestalt kann ich nur zusehen, wie mein Dorf unter dem Eis begraben wird. Zwar bin ich nicht tot, doch findet meine Seele keine Ruhe. Der Geflügelte sagte mir auch, dass du im Umgang mit Magie bewandert seist. Ich bitte dich, erwecke mich wieder zum Leben. Sollte dies jedoch jenseits deiner Macht liegen, dann bitte ich dich zum Folgendes. Heile meine Seele, egal wie, aber bitte, bitte tu es. Das können wir tun. Herzlich gerne, mein Freund, herzlich gerne. Welch lindernder Klang, all meine Sorgen schmelzen dahin in den Fluss der Musik. Hoppla. Finde Frieden. Und diesmal nicht grau. Meine unsterblichen Gefühle lasse ich bei dir. Meine Taten als Lebender sind auf meinen Grabstein geschrieben. Du sollst sie lesen. Du hast die Goronenhaut erhalten. In dieser Maske wohnt der Geist eines stolzen Goronenkriegers. Drücke um in den Körper eines Goronen zu schlüpfen. Drücke nochmals um dich wieder zurückzuverwandeln. Für das Wohl der Goronen. Ich bitte dich um deine Hilfe. Okay. Erst einmal wollen wir es ausprobieren. Also. Einen guten Zahnarzt. Na schick. Mit
mit Arschbombe. Jerodaum, ja, nee, komm. Jerodamani der Dritte, Held der Goronen. Dieses Denkmal soll die Erinnerung an seine großen Taten aufrechterhalten. Willst du an seiner Weisheit teilhaben? Nein, ich weiß doch, wie das geht. Aber ich frage mich... Oh. Nun, das habe ich mir nicht gefragt, aber... Bingo. Das ist genau das, was ich wollte. So. Wir haben eine heiße Quelle gefunden, würde ich sagen. Das sollten wir schamlos ausnutzen. Komm, mach die Flasche auf. Wack, wack. So, Wasser nehmen wir mal mit. Heißes Wasser kann man immer einfrieren. Du hast zwar Flasche mit heißem Quellwasser gefüllt. Setze es durch Drücken von ein, bevor es wieder abkühlt. Heißt das, ich muss hier wieder hoch? Ich muss hier nochmal hoch, wenn ich... Es sei denn, es gibt hier noch irgendwo eine Quelle. Aber wo? Ach, das sei jetzt doof. Ich muss doch hier bestimmt nicht nochmal hoch. Wisst ihr, wie lange ich hier hochgebraucht habe? Ich werde gerade mal so speichern. Pass auf, so. Oh, du bist... Oh, du bist ja nicht der große Damani. Dann wessen Grabmal habe ich denn errichtet? Bist du zurückgekommen, weil es in deinem Grab zu warm war? Ja, genau. Im Grab war es zu warm. Link. Du sollst ihn befreien. Hallo? Hier. Hast du schicke Unterhose? Na, das scheint doch zu funktionieren. Oh, was ist passiert? Oh, es geht dir gut, Bruder. Du hast ein Eis gefangen. Doch Damani hat dich gerettet. Oh, der große Damani. Was, spinnst du? Oh, träumst du noch? Oh, hast du das gehört? Der große Damani starb und liegt in seinem Damani. Ich war auch erschrocken, aber es sieht so aus, als wäre der große Damani nicht tot. Wirklich? Oh, jetzt steht wieder ein Stern Hoffnung am Himmel über dem Dorf. Großer Damani, bitte unternimm etwas gegen den Schneesturm, der vom Weg herkommt. Klonk, klonk, klonk. Wir holen uns erstmal noch eine Flasche rum. So, einmal hier. Blöp. Gibt es denn hier irgendwo wasserfrei Haus? Muss ich dafür... Ich muss doch bestimmt nicht nochmal hier hoch, oder? Ich versuche mal hier hinten... Nein. Schlechte Idee, Link. Schlechte Idee. Ich will das trotzdem noch versuchen. Jawoll. Cool. Ich wollte hier irgendwo wollte ich nochmal Eis schmeißen. Da drüben wollte ich nochmal Wasser schmeißen. Ah, jetzt komme ich hier hoch. Was ist denn hier oben? Was ist das? Zum Goronen-Rennstrecke. Im Winter geschlossen. Achtung! Ah, doch nicht. Hier, friss das. Hallo? Ach, voll bekloppt. Wie, was? Abgekühlt? Muss nochmal machen. Ich mach das nochmal. Beeile ich mich ein bisschen mehr. Ich wusste ja nicht, dass das abkühlt. Ich meine, klar, logisch. Ich trotzdem nicht mit gerechnet gerade. Ach, beeile ich mich halt. Oh, schön reingelaufen. Sogar fast drin. Nein, doch nicht in die Richtung. Reicht das? Oh, bitte. Reicht das? Ist das nah genug? Nein. Ich muss mal laden. Bäh.
So. Cool. Das war sogar noch schneller. Tja, dass das Auge der Wahrheit nicht so richtig funktioniert, ist mir auch irgendwie ein Rätsel. Ich habe auch die Texturen rausgenommen, da habe ich es auch nicht gesehen. So, einmal hier blöpp. Da ist er direkt ins Loch reingekippt. Bitte sag mir, dass hier noch eine Quelle ist. Muss ich mal rein, ne? Boah, dass der überhaupt reinpasst. Tatsache. Gut geraten. Oh. Mhm. Nimm mal hier einen Schluck mit. Was macht er denn da? Geht er jetzt baden? Warum sah das so komisch aus? Ach so. Ja. Ja. Ich wollte doch hier mal Bombi. Ob ich was treffe, wenn ich hier Bumm mache? Geduld. Nö. So gar nicht. Komm, dann nehmen wir mal ausnahmsweise die schnelle Variante. Ich habe ja 30 Stück. Hä? Toll. Ist hier irgendwo was Schönes oder so? Ich meine, ich sehe es ja eh nicht, ne? Hä? Hm? War da was? Irgendwo eine Kiste? Oh. Ah. Das Wasser lasse ich erstmal raus. Das ist mir wieder kalt geworden. Ja, aber ich frage mich, ob ich... Oh. Geld. Wetten? Natürlich. Und Stäbchen. Ich meine, ich könnte ja hier nochmal mit dem Auge gucken, aber ich glaube nicht dran. Dass ich überhaupt was sehe. Ja, ist schade, dass das nicht funktioniert. So, mit der Flasche kann ich doch bestimmt dann auch wieder zur Schmiede rennen. Dann ist die wenigstens schon mal frei. So, dann versuchen wir doch mal zur Schmiede zu kommen. Ich habe etwas vor. No. Toll. Und ich wollte eigentlich nochmal in die Dings rein, in die Bam bam, 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 bam bam. Komm ich hier rauf? Oh! Moin. Das ist schlau, Link. Das ist... wie auch immer. Lass es einfach frei. Genau, nimm Abstand. Na, 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 na. Oh! Ich weiß gar nicht, wie ich ihn sprechen soll. Gabura! Huch! Oh, du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Nun denn. Ah, nun sollen die Flammen wieder lodern. Danke nochmal. Ja. Gerne. Kannst du mir was Schönes machen? Oh, Kapora, bring unseren Kunden eine Tasse Kaffee. Flott, flott. So lass mich einen Blick auf dein Schwert werfen, ja? Ah, okay. Also gut, es kostet 100 Rubine, dein Schwert zu schärfen. Morgen bei Sonnenaufgang ist es fertig. Natürlich musst du das Schwert über Nacht hier lassen. Vergiss nicht, dass dein Schwert nach 100 Streichen wieder abstumpft und somit seine neu gewonnene Schärfe verliert. Möchtest du dein Schwert für 100 Rubine schärfen lassen? Ja. Na, oh, danke für deinen Besuch. Ich mach mich gleich an die Arbeit, ja? Komm morgen früh zurück. Krieg die Stimme gar nicht hin. Ich glaube, ich sollte die Aufnahme beenden. Meine Stimme ist schon ein bisschen Banane.
So, aber eines möchte ich noch tun. Wir haben ja eh kein Schwert mehr. Aber ich habe mir gedacht, da wir jetzt sowieso mit ihm hier rumfliegen werden, macht es, glaube ich, nichts, wenn wir das Schwert ruhig mal schärfen lassen. Andererseits, vielleicht hat das noch später Auswirkungen. Ein günstiger natürlich. Ach, stimmt, hier ist ja noch der Opa. Hier liegt ja noch der Opa in dem Schneeball fest. Steckt fest. Tun. No. Blalalala. Quellwasser und raus hier. Dadam, 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 dadam. Ja, später, später. So, hier einmal freilegen bitte. Plop. Schön ausgekippt. Wo bin ich? Es ist schon so spät. Ich muss mich beeilen. Oh Gott. Du bist es, Tamadio. Aber was ist denn nicht tot? Halluziniere ich etwa? Vielleicht ist das nur ein Trugbild vom Gipfel des Berges. Ich wurde zum Narren gehalten. Aber das ist unmöglich. Ich wende mich nicht ab. Ich durchschaue die Illusion. Gleich bist du verschwunden. Egal, wie lange du mir folgst. Er vertraut mir nicht. Er glaubt mir nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich einfach nicht. Tschüss. So, das heißt ja eigentlich nur noch, dass wir hier lang müssen. Kann ich den Goronenstampfer machen? Ja. Das ist ein Herzteil. So. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um zu machen. Wenn ihr um das nächste Mal hier weiterzugehen. Das ist auch noch was. Was ist denn das da drüben? Ich will da mal hin. Oh, da schließt sie schon wieder. Gut, ich denke, da können wir auch das nächste Mal noch reingehen. Ich wollte erstmal gucken. Ah. Hallo? Sag mal. Ich habe kein Schwert mehr, ne? Das wird interessant. Das wird sehr lustig. Pulverfassladen. Neukunden werden zuvor auf ihre Tauglichkeit geprüft. Ey. Das, ja. In diesem Gebiet werden wir uns später wieder umsehen. Ich denke, hier stehen wir ganz gut und damit weiß ich auch, was ich das nächste Mal schon machen werde, nämlich ins Goronendorf gehen. Also ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.